dem Fluss des Lebens Vertrauen schenken. Bei Happiness House werden wir jetzt einen ganzen Monat lang uns mit diesem Thema beschäftigen und in diesem Video werde ich dir zeigen, warum es so wichtig und so wesentlich ist, dass wir ja, dem Fluss des Lebens Vertrauen schenken, dass wir eigentlich gar nicht anders können. Klar können wir kämpfen und gegen den Strom schwimmen und ich werde dir zeigen, warum das uns nicht glücklich macht und dass wir eigentlich überhaupt nur eine einzige Lösung haben. Und das ist genau, sich diesem Fluss des Lebens nicht nur anzuvertrauen, sondern auch einfach ihn machen zu lassen. Also dem Fluss des Lebens wieder Vertrauen schenken. Und ich möchte dir gleich zu Beginn jetzt etwas vorlesen, was mich sehr beeindruckt hat. Das kursiert im Internet, Michaela hat es mir gegeben. Ich habe versucht, den Urheber herauszufinden, leider nicht gefunden, wird nirgends geschrieben, wer das geschrieben hat. Und dennoch möchte ich es gerne vorlesen, weil es ganz viel mit diesem Thema zu tun hat und den Blickwinkel ein bisschen wandelt. Und letztendlich werden wir feststellen, dem Fluss des Lebens Vertrauen schenken hat nur etwas mit unserem Blickwinkel zu tun, mit unseren Überzeugungen, mit unserer Einstellung. Denn das Leben läuft so oder so ab, ob wir es wollen oder nicht. Okay, also, etwas zum Nachdenken. Hast du jemals darüber nachgedacht? In 100 Jahren, zum Beispiel im Jahr 2123, werden wir alle bei unseren Verwandten und Freunden begraben sein. Fremde werden in unseren Häusern leben, für deren Bau wir so hart gekämpft haben, und ihnen wird alles gehören, was wir heute haben. Alle unsere Besitztümer werden unbekannt sein. Alle unsere Besitztümer werden unbekannt sein. Vielleicht werden einige deiner Besitze mittlerweile bei einem unbekannten Sammler beherbergt. Unsere Nachkommen werden kaum oder fast gar nicht wissen, wer du warst. Und sie werden sich auch nicht an dich erinnern. Vielleicht hängt in 100 Jahren noch ein Bild von dir an der Wand. Wie viele von uns kennen den Vater unseres Großvaters oder Urgroßvaters? Nach unserem Tod wird man sich noch ein paar Jahre an uns erinnern. Dann sind wir nur noch ein Porträt im Bücherregal von jemandem. Und ein paar Jahre später verschwindet unsere Geschichte, du gerätst in Vergessenheit. Ein jeder von uns. Ich, du und alle, die du jetzt kennst. Wenn wir eines Tages innehalten würden, um diese Fragen zu analysieren, würden wir vielleicht verstehen, wie ignorant und schwach der Traum, alles zu erreichen, war. Wenn wir nur darüber nachdenken könnten, würden sich sicherlich unsere Herangehensweisen, unsere Gedanken ändern. Wir wären andere Menschen. Immer mehr haben keine Zeit für das. Ah, da ist ein Schreibfehler drin. Immer mehr haben keine Zeit für das, was wirklich in diesem Leben wertvoll ist. Ich würde das alles ändern, um die Spaziergänge zu leben und zu genießen, die ich nie gemacht habe. Diese Umarmungen, die ich nicht gegeben habe, diese Küsse für unsere Kinder und unsere Lieben, diese Witze, für die wir oft keine Zeit hatten. Dies wären sicherlich die schönsten Momente, an die man sich gerne erinnert. Schließlich würden sie unser Leben mit Freude erfüllen. Lebe dein Leben und genieße es. In 100 Jahren sind wir vollkommen vergessen. Alles, was wir getan haben, wofür wir gestrampelt haben, gekämpft haben, was uns Sorgen bereitet hat. Und dieser Gedanke ist erstaunlich, denn dann würden wir viele Dinge anders bewerten. Sie wären nicht so wichtig, nicht so wesentlich, nicht so aufgeregt. Und würden viele Dinge einfach fließen lassen, gehen lassen. Dem Fluss des Lebens Vertrauen schenken heißt nichts anderes als
was geschieht jetzt eigentlich gerade. Das, was jetzt geschieht, nennt sich Leben. Du lebst. Das ist eines der größten Geschenke, die es gibt. Wir könnten doch anders sagen. Die meiste Zeit von der gesamten Geschichte, die es bisher gab, warst du tot. Noch gar nicht geplant. Noch gar nicht entwickelt. Und die meiste Zeit der Geschichte, die noch kommen wird, wird es dich auch nicht geben. Mich auch nicht. Was also hat es für einen großen Sinn, dass wir uns so anstrengen, Dinge zu erreichen, die vielleicht gar nicht in unserem eigentlichen Lebenssinn liegen? Und wenn wir uns mal vorstellen, dem Fluss des Lebens Vertrauen schenken heißt, das, was jetzt geschieht, nicht nur zu akzeptieren, sondern das wird seine Richtigkeit haben. Und überleg dir mal, wie viel Zeit verbringst du, um zu kämpfen? Also wir schwimmen gegen den Strom, auch gegen den Strom unseres eigenen Lebens. Und wir wissen ja, wie das ist, wenn wir gegen den Strom schwimmen. Wir strengen uns an, wir schwimmen und kommen eigentlich gar nicht wirklich vom Fleck. Wir bleiben da, wo wir eigentlich sind, jetzt, in diesem Moment. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Wie viel tust du, machst du, strengst dich an, überwindest dich, kommst außer Atem, wirst müde, kommst in den Burnout und irgendwie hast du das Gefühl, es bleibt alles beim Alten, du bleibst eigentlich stehen. Ja. Wenn wir glauben, all das, was in unserem Kopf ist, muss sich durchsetzen, heißt das, alles da draußen muss sich nach uns richten. Deine Freunde, deine Bekannten, die Arbeitgeber oder wenn du selbstständig bist, deine Kunden. Alles, was dich ausmacht. Die Natur, Jahreszeit, alles muss sich dem beugen. Aber wir wissen, das ist nicht so. Sondern wir werden in ein Leben geboren und dieses Leben ist in gewissen Dingen vorgezeichnet. Dieses Leben passt zu unseren Talenten, zu unserem Potenzial. In diesem Leben passt Glück hinein. Warum sind wir dann so unglücklich? Weil wir ganz viele Überzeugungen haben, ganz viele Meinungen, die wir durchsetzen wollen. In 100 Jahren spielt das alles keine Rolle mehr. Vielleicht schon in 50 oder in 30. Vielleicht schon nächstes Jahr oder morgen. Wir wissen es nicht. Manchmal sagen wir, oh, der war so jung, kam über Nacht. Und immer ist es außen. Wer sagt, dass es außen bleibt? Und deswegen ist es so wesentlich, dass wir vielleicht mal schauen, was heißt denn das, der Fluss des Lebens? Gibt es einen großen Fluss des Lebens oder gibt es deinen Fluss des Lebens? Du kamst auf die Welt und du hast gewisse Anlagen, die werden dir mitgegeben. Und es kann sein, dass du diese Anlagen gar nicht lebst und dann kämpfst du ganz viel. Und wenn wir aber beginnen, einfach das, was außen geschieht, einfach nur zu betrachten und zu akzeptieren, das geschieht gerade, wirst du sehen, dass du nicht mehr einsteigst. Und schon gar nicht mehr einsteigst in die großen Dinge, die du eh nicht ändern kannst. Also wie viel und wie oft diskutieren wir über Dinge, die wir gar nicht ändern können. Aber wir halten uns gedanklich damit auf. Wenn du diese Zeit mal nutzen würdest, um herauszufinden, was ist denn dein Fluss des Lebens? Wie zeigt sich denn dein Fluss des Lebens. Damit wollen wir den ganzen Monat bei Happiness House uns beschäftigen, um das herauszufinden. Denn stell dir mal vor, wenn du jetzt in deinem Fluss bist, das heißt, du sitzt auf deinem Boot, da ist der Strom und der geht. Und da kannst du alles machen, alles tun. Und bewegst dich voran. Und es ist leicht. Warum? Weil es deine Anlagen sind.
weil es dein Potenzial ist, deine Talente, dein Lebensweg. Und im Fluss des Lebens steckt dein Lebensweg, der bereits angelegt ist. Warum hattest du diese Eltern, diese Verwandten, diese Umgebung, diese Vergangenheit, diese Erlebnisse, diese Geschichte, diese Krisen, diese Dramen? Und wenn wir mal schauen, wo haben sie uns hingeführt, was haben sie uns gebracht, was haben wir daraus gelernt, werden wir plötzlich feststellen, da gibt es einen Strom und der ist stetig. Leise, still, stetig. Und wir wissen sehr genau, wenn wir gegen diesen Strom geschwommen haben. Das spüren wir. Und das tun wir ganz oft, weil wir glauben, dass wir das Richtige tun. Das Richtige ist aber hier oben im Kopf. Das Wahre ist hier im Herzen, in der Intuition. Und das Einzige, was es herauszufinden gilt, ist, was ist dein Fluss des Lebens? Und wenn wir damit beginnen zu akzeptieren, du hast Anlagen, du hast eine ganz eigene Lebensgeschichte, du hast eine ganz eigene Lebensaufgabe, dann hören wir auf, uns zu vergleichen. Der hat dieses Haus, der hat dieses Auto, der hat diesen Job, der hat so viel Geld, der hat diese Frau. Und wir vergleichen uns und glauben, dass wir in diesem großen Becken, das gar nichts mit uns zu tun hat, mitschwimmen müssen. Klar, und da gibt es dann Verdrängungskämpfe und wir sind neidisch und eifersüchtig und wir haben das Gefühl, wenn der das hat, habe ich es nicht. Also wir leben im Mangel. Die Wahrheit ist aber eine ganz andere. Du hast deinen Lebensweg, deinen ganz eigenen Lebensweg, so wie ich meinen habe. Und da gibt es ganz viel, was wir an Geschichte mitbringen. Ich habe auch so einen großen Rucksack. Aber ich habe diesen Rucksack irgendwann aufgehört, als Ballast zu betrachten. Sondern mir ihn genauer angesehen, ja, da stecken viele, viele unangenehme Erfahrungen drin. Aber warum habe ich diese Erfahrung gemacht? Was hat es mir gebracht? Was habe ich daraus gelernt? Welches Wissen hat sich für mich daraus entwickelt? Welche Kräfte? Welche Weisheit? Welche Charaktereigenschaften? Und das hat mich plötzlich zu dem Weg gebracht, auf dem ich heute bin, seit 30 Jahren. Also ist die einzige Frage, was ist dein Lebensweg? Und wir fragen nicht, was ist der Lebensweg von anderen? Wir fragen auch nicht, ach, das wäre aber schön, dann hätte ich keine Sorgen mehr. Und wir wollen auch nicht wissen, ja, wenn ich jetzt 1 Million hätte oder nur 10.000, das wollen wir alles nicht wissen. Sondern es geht um das Leben und das Erleben. Das ist ein Riesenunterschied. Und das Erleben und das Leben haben erstmal nichts mit dem Außen zu tun, sondern nur mit dem Innen. Denn in dem Moment, wo du deinen eigenen, ganz persönlichen Fluss des Lebens, deines Lebens herausfindest, wirst du etwas Großartiges entdecken. Alles ist leicht. Und es ist nicht so, dass deine Umgebung sich nach dir richtet. Das Leben läuft ab, wie es abläuft. Sondern dadurch, dass du beginnst, authentisch, wahrhaftig deine Wahrheit zu leben, ziehst du andere Situationen, andere Erlebnisse, andere Menschen in dein Leben. Du öffnest dich für diesen Fluss des Lebens. Und plötzlich sind wir im Wu-Wei, wo alles gut ist. Und dem Fluss des Lebens zu vertrauen heißt nicht, ja, okay, alles gut, ich muss nichts machen, sondern was entsteht in mir? Ich vertraue darauf, dass das Richtige entsteht in mir. Und dann gehe ich auch in Aktion. Und dann solltest du auch in Aktion gehen. Der große Unterschied ist aber, wenn du deinen Lebensweg und deinen Fluss des Lebens gefunden hast,
Ist es so, als würdest du plötzlich dein Hobby leben, deine Freizeit leben? Denn der Fluss des Lebens, wenn du dem nicht nur Vertrauen schenkst, sondern dich von ihm tragen lässt, wirst du Kraft bekommen, Energie. Also das Gegenteil vielleicht von dem, was du jetzt gerade erlebst. Und deswegen freue ich mich riesig auf diesen Monat, weil er ganz viel bedeutet. Wir hatten ja die Stille im letzten Monat und diesen Monat gehen wir einen Schritt noch tiefer. Und stell dir mal vor, wie das wäre, wenn du dich vom Fluss des Lebens tragen lassen könntest. Wie würde sich das anfühlen? Geh mal ganz kurz eine Sekunde, einfach nur so 2, 3 Sekunden, einfach nur mal so in dich. Wie würde sich das anfühlen, wenn der Fluss des Lebens dich trägt? Und dabei ist ganz wichtig, dieser Fluss des Lebens trägt dich. Und bei deinem Nachbarn, vielleicht sogar bei deiner Partnerin oder deinem Partner, trägt ein ganz anderer Lebenssinn, eine ganz andere Lebensaufgabe. Und dann werden wir plötzlich feststellen, dass wir in eine ganz neue Beseeltheit kommen. Und dann verstehen wir, was es bedeutet, glücklich zu sein. Glücklich sind wir nicht, wenn wir das Haus haben, das Auto oder sonst etwas. Glücklich sind wir, wenn wir unserem Leben eine tiefe Sinnhaftigkeit geben. Dann schwimmen wir mit dem Strom des Lebens. Und dann ergibt sich das Vertrauen ganz von selbst. Aber der erste Schritt ist, es gibt den Fluss des Lebens. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist herauszufinden, was ist dein Fluss des Lebens? Was ist in dir vorgelebt worden? Warum haben deine Vorfahren, deine Ahnen all das gelebt, damit es dich heute gibt? Was haben sie dir alles mitgegeben in deine Zellen, in deine DNA-Struktur? Was macht dich aus? Du bist das Wertvollste, was es gibt in deiner Ahnengalerie. Alle anderen sind schon tot. Und wenn du diesen Fluss deiner Familie trägst, dann heilst du einmal deine gesamte Ahnengalerie, du heilst dich und du lässt dich tragen von dem breiten, breiten Strom an Erfahrungen, an Wissen, an Talenten, an Potenzial, das in dir steckt. Also der zweite Schritt, und das machen wir auch den ganzen Monat, wir schauen uns doch mal an, was ist denn dein Fluss des Lebens? In diesem Sinne, ich freue mich unglaublich darauf. Und falls du noch nicht bei Happiness House bist, dann würde ich mich riesig freuen, wenn wir dich da begrüßen dürften. Und bei Happiness House bist du nicht alleine. Du musst das nicht alles alleine für dich herausfinden, sondern ich bin da. Michaela ist da. Ganz viele wundervolle Experten sind da. Und du kannst dich live mit ihnen austauschen über Zoom. Es ist nicht so, dass du einfach nur Konsument bist und man redet, sondern man redet auf dich ein, sondern du kannst ganz konkret interagieren, Fragen stellen. Wir hören dich, wir sehen dich. Bei Zoom sehen wir dich. Und jeden Sonntag, 2 Stunden, 3 Stunden, mache ich dort ein Mini-Coaching und Michaela auch. Und wir führen dich und leiten dich. Nicht nur diesen Monat, wenn du möchtest, ein Jahr. Die meisten sind 6 Jahre dabei. Also der Durchschnitt ist 4,5 Jahre dabei. Happiness House gibt es seit 7 Jahren und ganz, ganz viele, eigentlich die Mehrheit, ist bereits 7 Jahre dabei von Anfang an. Warum? Weil es einfach wundervoll ist, Gleichgesinnte zu haben, weil es wundervoll ist, immer wieder zurückkommen zu dürfen, Fragen stellen zu dürfen, Freunde zu finden, nicht alleine sein, ausatmen, ankommen, zu Hause sein. Das wünschen wir uns alle.
Und deswegen haben wir Happiness House gegründet. Also, wenn du Lust hast, unter diesem Video findest du den Link. Schau mal rein. Jetzt beginnt ein wundervoller Monat. Wenn du Lust hast, dann findest du vielleicht auch deinen ganz persönlichen Fluss des Lebens. Wie fühlt sich das an? In diesem Sinne, alles Liebe, dein Pierre.